Und weiter geht's mit Autsch, mit Let's Play Banjo-Tooie und damit herzlich willkommen. Ja, ich bin im Vulkangipfel und glaube, das ist der Weg nach oben, ansonsten fliegen wir einfach auf. Nein, das ist der Weg nach oben, denn wir wollen dem Unruhestifter hier oben jetzt mal in den Hintern treten. Damit fangen wir heute auch direkt an gegen Erich Eis, höllisch heißer Drache. Endlich, du bist bestimmt der Pizzajunge. Nein, nur der hiesige Puzzlejäger. Du lügst, ich wette, du hast meine 3 Meter Hackfleisch-Speziale im Rucksack. Nein, dann nicht, Warzengesicht. Dann fress ich eben dich. Versuch's doch. So. Ich hab aus Eiseier durchhauen. Eiskalt. Gleich hab ich dich weggelutscht. Einfach ausweichen. Komm doch. Nicht besonders der schwerste Boss. Boom. Oh, die Kanone hat jetzt keine Lust mehr. Macht aber doch hier seinen Zungenmove. Wow. Ja. Wie gesagt, einer der einfacheren Bosse. Auch wenn er mich getroffen hat. Ich weiß zwar nicht, wieso er mich getroffen hat, aber er hat mich getroffen. Und, ja. Ich hätte vielleicht trotzdem mit voller Gesundheit hier ergehen sollen. Mal sehen. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu knapp. Oder war es das jetzt schon nach 6 Treffern? Es reicht. Ich habe es mir anders überlegt. Vergiss die Pizza. Aber mein Bruder möchte seine bestimmt noch haben. Ich glaube, ich hol mir ein paar Big Earl Burger. Mach das, mein Freund. Mach das. Oh, ich sehe gerade, das Spiel könnte ziemlich laut gewesen sein bisher. Sorry dafür. Musste das beim letzten Mal umstellen. Hab vergessen, das jetzt wieder zurückzustellen. Verdammt. Ich hoffe, es ist annehmbar gewesen bis hierher. Ja. Verzeiht das auf jeden Fall bitte. So, von ihm gab es jetzt einen Hauch von nichts, außer dass er uns jetzt hier endlich in Ruhe lässt. Und ja. Ich muss erstmal wieder hier runter. Und schauen wir mal, was wir noch so erleben können. Wo der Störenfried beseitigt ist. Und verdammt, muss ich jetzt hier nochmal eine ganze Runde laufen? Hier. Ja, Benjo, ein paar neue Eiseier mitnehmen. Und der hält sich halt überall fest. Genau dann, wenn er es nicht soll. Mann. Also jetzt können wir nämlich auch in aller Ruhe umherblattern und bauen und machen. Und was ist das da für ein Loch? Da kann man doch bestimmt rein, oder da soll man bestimmt rein. Beschleunigen wir mal hier. So, ja, ich denke, wir haben dann aber auch bald alles fürs Erste im Feuergebiet. Also wir sind natürlich noch nicht fertig, logisch, aber ja. Landen wir mal hier. Lass uns direkt von so einer Hand erwischen. Ich hasse sie. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall rein. Scanner melden, Aufenthalt der Kinder wurde lokalisiert. Außentür wird geöffnet. Um manuelle Visualisierung zu ermöglichen. Erdlingen, Seitenwind entdeckt. Vorsicht. Holla. Ich errechne einen langen Weg nach unten. Hä? Was ist da los? Schiff ruhig halten. Düsenantrieb aktivieren. Oh. Schon in Ordnung. Ich bin okay. Moment mal. Bin ich doch nicht? Ich bin tot.
Okay, dieser Weg führt also nur hier rüber. Na gut. Dann gibt es eigentlich im Feuerbereich nur noch eine Sache zu tun. Nervt mich hier jedes Mal warten zu müssen. Dann gibt es im Feuerbereich fürs Erste nur noch zwei Sachen zu tun. Wir müssen einmal hier runterfallen. Genau. Nein, wir müssen einmal den Zug rufen. Ja. Das haben wir ja schon mal gesehen. Da sagt er ja auch immer dasselbe. Geht noch in der Quanti GmbH von unserem letzten Besuch. Ja, den Zug werden wir auch noch ein bisschen benutzen. Hier und da. Bei ein paar Nebenquests ist der noch nötig. Beziehungsweise heißt Nebenquests, halt für ein paar Puzzlos ist der noch nötig. So. Und jetzt müssen wir nochmal hoch zu Gobi. Und ja, ihn bewässern lassen. So, diesmal fallen wir am besten auch nicht runter. Oh nein, ich habe mir das seit dem letzten Spiel aufgehoben. Ah ja, mein Halskessel ist jetzt kalt genug. Jetzt darfst du den Affizug auf die Eisseite fahren. Bitte, nicht schon wieder. Mein schönes Wasser. Ja, Pech gehabt. Oh weh. Ich jetzt einfach so auf die Eisseite fahren eigentlich? Oder ist der Bahnhof noch zu? Ja, ist noch zu. Nein! Jetzt habe ich aus Versehen bestätigt, ja. Es kommt einfach davon, wenn man die ganze Zeit jetzt Switch gespielt hat, vorher. Und A und B sind auf der Switch genau andersrum als auf dem Xbox-Controller. Und ja, das bringt mich immer wieder durcheinander. Das ja. Bin ich einfach nicht gewohnt. Aber lassen wir das erstmal so. Wow. So, ich würde sagen, wir sind bereit fürs Erste auf die Eisseite zu wechseln. Denke ich mal. Da geht sowieso die Action mehr ab. So, hier kann man mit Kazooie hochtapsen. Ich meine, wir können auf der Vulkanseite gibt es auch noch ein paar Dinge zu tun. So ist es nicht. Wir sind da noch nicht komplett fertig. Aber das ist alles, was wir dann erledigen können. Sollten. Okay. Wäre auch zu schön, wenn man da einfach so rankommt. Ich Impertinenz, du willst ohne Genehmigung meinen Gletscher betreten? Junge, das wird dir noch leid tun. Wow, und auch er schießt uns hart mit Kugeln. Wo geht's hier hin? Auf damit! Pusto. Ja, erstmal ein bisschen umsehen, aber ich glaube, unser Hauptziel sollte es sein. Hier liegt das tote Alien rum. Unser Hauptziel sollte es sein, den Kollegen da oben loszuwerden. Denn der nervt ganz schön rum. Ähnlich wie sein Bruder. Das haben sie beide gemeinsam. Deswegen suche ich jetzt erstmal den Weg dort hoch. Au!
Dankeschön. Dankeschön, Drache. Ich glaube, er hieß Erik Eis. Sein Bruder war Erich Eis. Ja, es könnte sein. Aber er wollte wohl nicht, dass ich dort hochklettere und die Mumbo-Platte aktiviere. Was die wohl bewirken wird. Ich weiß es. Oh. Hilfe. Ist wieder so eine Aufsprengtür. Die sah so verdächtig aus. Wisst ihr, was ich meine? So wie das Kabel hier. Dieser Schalter ist verrostet. Du brauchst mehr Gewicht. Jawohl, Chef. Wie können wir denn wohl mehr Gewicht erreichen? Vielleicht kann uns da Wumba helfen. Beim nächsten Mal. Denn, wie gesagt. Ja. Hör doch auf! Ja, wir müssen uns unbedingt um diesen Kollegen kümmern. Ich suche nur verzweifelt den Weg nach oben. Okay, verzweifelt ist schon wieder zu viel gesagt, aber ich suche den Weg nach oben. Und dann schauen wir mal. Ich bin halt auch schon wieder fast tot. Ja. Das sind Trennplatten. Noten. Die Gegner droppen halt auch keine Gesundheit irgendwie. Das ist halt auch so eine Sache. Uah. Der Drache schießt schon wieder. So, ja, hier war der Jinjo. Wie? Hier oben, oder? Mensch, jetzt. Auf einmal ist er ausgewichen. Ja, oder? Nee. Ich bin Klumpfuß. Mit einem enorm großen Fuß. Das ist ja drollig. Mein ganzer Stolz. Solltest du versuchen, meine Schuhe zu stehlen? Dann darfst du ihn von nahem bewundern. Aber die passen dir doch gar nicht. Na und? Du bekommst sie jedenfalls auch nicht. Und was wir hier machen müssen, sieht man zum einen im Trailer vom Spiel, im Intro, wird das gezeigt. Und zum anderen, ja, wir müssen einfach nur warten, dass der Drache wieder schießt und auf seinen Fuß schießt. Genau so. Boom. Au, au, ah! Mein armer, riesiger Fuß! Wo ist der Erste-Hilfe-Kasten? Ja. Humpel davon, Lumbi. Uah. Uah. Weiß gar nicht, wo ich hin soll. Mit den Schuhen. Wo hätte ich hingesollt? Auf jeden Fall halten sie extrem lange. Natürlich. Ah, hier. Irgendwo, wo es auf den Berg rauf geht. Nee, aber warum? Hier, hier, hier. Guck mal. Hoch da. Den schnappen wir uns. Der wird aufhören, auf uns zu schießen. Wenn er uns jetzt nicht gleich vom Berg runterschießt. Oh, hier sind Honigwaben. So. Kumpel, es wird Zeit. Zeit abzurechnen. Erik Eis, eiskalter Drache. Sag ich ja. Du bist bestimmt der Pizzajunge, der meinen armen Bruder vermöbelt hat. Er hat versucht, uns zu fressen.
Du willst doch sicher auch eine Pizza, oder? Ja, bitte. Ich habe eine Sardellenpizza Deluxe bestellt. Ja, Pech. Wir haben keine. Natürlich hast du eine. Gib mir meine Pizza. Au, das brennt. Lass mich mal probieren. Nö. Wieder gehe ich hier nur mit 2 Gesundheit rein. Ja. Wie? Nein! Oh, es läuft hier nicht so gut wie gegen seinen Bruder. Er schießt seine Eisbälle ein bisschen schneller. Und er hat ein bisschen mehr Leben. Okay, 3-mal pro Kanone. Okay. Ja! Hier spawne ich. Okay, also zum einen, es war unklar, dass er mich getroffen hat. Ich hing dort nur. Wie tief ist er über den Boden mit seiner Zunge geklitten? Und zum anderen, ja, ich erspare euch den Weg. Bringst du mir jetzt meine Sardellenpizza Deluxe? Nein. Dann kaue ich eben nochmal auf deinen Knochen rum. Oh nö. So, genau so sollte es nämlich laufen. Man gleich 3 auf einmal da durchfeuert. Aber ich hatte irgendwie einen total miesen Start. So, genau. 3 durch. Ja. Sorry, kein Bosskampf, ohne dass ich irgendwie faile, weil ich lost bin. Ihr müsstet es ja langsam schon kennen. Ah, Benjo. Oh mein Gott, zum Glück bist du so cool, wenn du Schaden kriegst, dass du noch 3 Meter weit springst. Oh Mann. Ja. Und noch einmal. Ja. Komm. So, und jetzt setzen wir dem Ganzen hier ein Ende. Nervig, ey. Einfach nur nervig, diese Drachen. Aufhören, ich will keine Pizza mehr. Ich gehe lieber ins Restaurant. Warte, du Rostbeile, jetzt haben wir euch beide besiegt. Wie steht's mit einer Trophäe? Eine Trophäe? So, wie wäre es hiermit? Ja, das ist genau das, wonach mir der Sinn schwebt. Ein Puzzle. Und jetzt, mach's gut. In welche Richtung liegt der Fly-In-Mac-Puzzle gleich wieder? Wo ist mein Puzzle? Puzzle! Puzzle? Da liegt mein Puzzle. Hallo Puzzle. Endlich mal ein Puzzle. Unser 49. Yippie. Und hab ich jetzt die Ausfahrt verpasst? Oder stand ich bei der Ausfahrt und musste jetzt einfach nur noch mal eine Runde rennen wegen dem Puzzle? Oder war bei dem Puzzle jetzt die Ausfahrt? Verdammt. Ich hasse diese Berge. Hilfe. Hallo. Ausfahrt. Hier. Hier runter. Ich will hier weg. So, jetzt haben wir ja endlich Ruhe. Und volle Gesundheit. Natürlich auch sehr cool ist, dass wir hier bei Gemjars landen.
Und der nichts... Ja. Vergiss es, Tagedieb. Wenn das Flohmädchen das lernt, brauchst du nicht dabei sein. Oh. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir hier eine Kazooie-Fähigkeit haben. Boah. Eiszapfenkrotte. Ich sehe die Eiszapfen. Aber wie bin ich denn jetzt hier reingeraten? Ich habe hier gedacht, vielleicht eine Trennplatte zu finden. Oh, da ist eine Warpplatte. Moment mal. Ah, wusste ich's doch. Muss sie alle hier, runterschießen. So. Und schon haben wir einen Weg. Jetzt noch der Notenschlüssel. So, da sind die Trennplatten, nach denen ich gesucht habe. Oh, das meint er jetzt nicht ernst, oder? Dass ich auch immer wieder dort spawne, also hier im Bahnhof, ist halt ziemlich nervig. Ich habe auf dem Weg hierher mal noch eine Bauplatte, die vom Gletscher aktiviert. Die ist direkt dort, wo man hochstapft mit dem Blobschuhen, mit dem Profi-Blobschuhen. Ich zeig's dann auch nochmal. Aber ja, fürs Erste sollten wir die hier drinnen auch gleich aktivieren. Bevor ich irgendwas anderes mache. Mann, Mann, Mann. Du hast die unter Eis? Nee. Nee, die kann ich aktivieren. Okay. So, dann lernen wir den Kazooie-Move und machen dann im nächsten Part eigentlich der Eisseite weiter. Und ja, jetzt heute eher die Bosskämpfer, also der Bosskampf, wenn man das so als einen Kampf zählt. Weil, seien wir mal ehrlich, der erste Bruder hatte nicht so viel drauf wie der zweite. Durch die Eiskugeln, die halt auch viel schneller geschossen kamen, war das Ganze ein bisschen schwieriger. So, Kazooie. Wir kommen hier ohne Probleme hoch, ja. So, wirbeln wir hier durch, meine Kleine. So. Das ist die Feuerseite, da wollen wir jetzt nicht hin. Wo ich da mich auch gerne noch umsehen würde. Aber erstmal hier. Solo-Segler. Nun hebst du keinen fetten Bären mehr durch die Luft. Zu gleiten ist so nicht mehr schwer. Springe hoch und halte LT oder RT. Stets sogar ganz ohne rote Federn geht's. Ja, den Move habe ich in der Quanti GmbH schon vermutet. Ja, genau. Und jetzt kann ich hier ein bisschen segeln. So auch hier rüber, glaube ich. Oh, hier ist aber nichts. Ja, okay, warum sollte ich hier rüber segeln? Na? Oh, schaffen wir das? Kazooie, wird das was? Perfekter Abschluss mit dieser Schriftrolle hier. Und ja. Okay, nicht ganz perfekt, denn... So war das nicht geplant. Mit Kazooie kommen wir ja auch nicht ran, aber das ist auch nicht das, wo ich hin wollte. Da bin ich nur zufällig gelandet. Ich wollte auch nicht komplett runterstürzen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass hier die Warpplatte ist, von der ich geredet habe, die ich übersehen hatte zuerst. Die habe ich halt mal noch schnell beim letzten Mal auf dem Weg wieder dort rein aktiviert. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier alles so machen können. Aber ich bin erstmal weg. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.